Hallo und willkommen zu einer neuen 10-Zutaten-Challenge. Heute mal was Besonderes und zwar habe ich mir gedacht, ich habe schon einige 10-Zutaten-Challenges gemacht und heute ist es auch mal an der Zeit, die meistgenutzten Zutaten aus allen 10-Zutaten-Challenges zusammenzubringen und daraus irgendwas Ausgefallenes zu machen. Nee. Gucken wir mal, was drin ist. Wir haben Mehl. Gut, das überrascht mich jetzt wirklich nicht. Genauso wenig wie Milch. Und jetzt eine Zutat, die ich auf jeden Fall erwarte, die auf jeden Fall hier drin sein muss, definitiv, zu 100%, ist Avocado. Natürlich, war klar. Das war gefühlt die meist vorgeschlagenste Zutat von euch und deswegen habe ich auch so oft Avocado benutzt. Dann Eier, okay, Zwiebeln, Zucker, Salz, Olivenöl, Olivenöl, Frischkäse und schön klein geschnittene Butter. Also wir haben viel Fett. Das ist auch selten, dass ich in einer 10-Zutaten-Challenge mal Öl und Butter in einem habe. Gut, da habe ich ja dann Möglichkeiten. Es sind auf jeden Fall viele Basics. Es ist jetzt nichts, was irgendwie nicht zusammenpasst, außer halt Zwiebeln und Zucker. Wobei, man kann ja sogar Zwiebeln karamellisieren, oder? Also, ich könnte tatsächlich was backen oder was, also Pfannkuchen würden gehen. Immer wenn es um 10-Zutaten-Challenge geht, dann sagen die Leute immer, ah, machst du wieder Pfannkuchen? Weil ich am Anfang immer nur Pfannkuchen gemacht habe und es war gar nicht beabsichtigt. Irgendwie ist am Ende, selbst wenn ich mir keine Ahnung, was ausgedacht habe, ist am Ende immer irgendwie Pfannkuchen rausgekommen. Das machen wir heute also nicht, würde ich sagen. Quiche könnte noch, ja doch, mit der Butter. Aber was mache ich da rein? Avocado, das ist ein bisschen lame. Ich könnte mit der Butter und dem Mehl und der Milch eine Béchamelsoße machen. Und die restlichen Zutaten überlege ich mir dann im Verlauf des Videos. Ich habe noch nie richtig Béchamelsoße gemacht, aber eigentlich ist es gar nicht so schwer, glaube ich. Butter schmelzen, Mehl drin anschwitzen und dann gebe ich Milch dazu. Ich glaube, ich mache in die Béchamelsoße dann einfach noch ein bisschen Salz. Und den Zucker nehme ich wirklich, um die Zwiebeln zu karamellisieren. Das ist eigentlich eine ganz geile Idee. Und dann könnte ich das Ei dazu machen und dann könnte ich eine Art Omelette machen. Die Avocado noch dazu zum Ei. Und wenn ich das Omelette mache, könnte ich dann den Frischkäse irgendwie... Also ich habe ja keinen Käse, ich mache Omelette eigentlich immer mit Käse, aber das macht ja nichts. Dann bestreiche ich einfach eine Seite oder irgendwie gebe auf eine Seite so einen Klecks Frischkäse und dann klappe ich es zu. Ich mache immer so zugeklapptes Omelette. Und dann serviere ich das mit Béchamelsoße. Das klingt nach einem Plan, oder? Oder? Cool, dann machen wir das. Also für die Béchamelsoße werde ich jetzt erstmal die Butter erhitzen im Topf. Flüssige Butter. Mmh, yum, yum, yum. Okay, dann gebe ich jetzt das Mehl dazu. Mach so eine Mehlschwitze. Also es soll nicht bröckelig sein. Also ich glaube, das ist jetzt schon eine ganz gute Konsistenz. Bisschen sieht es jetzt aus wie Karamell, finde ich. Oder wie Apfelmus, ja. So, jetzt kann ich schon die Milch dazugeben. Das mache ich jetzt einfach peu à peu und schaue dann, ob es dann so aussieht, wie ich Béchamelsoße kenne. Okay, ich habe echt ein bisschen viel Butter genommen. Ich glaube, das wird zu viel sein für mein Omelette. Aber das macht ja nichts. So, das heißt, ich finde, jetzt hat es eine gute Konsistenz. Was meint ihr? Jetzt noch mit Salz abschmecken. Pfeffer habe ich ja nicht. Nimmt man Pfeffer für Béchamelsoße? I don't know. Probieren. Béchamelsoße schmeckt alleine einfach eklig, ne? Wer ist denn so verrückt und isst einfach nur so Béchamelsoße? Das macht doch kein Mensch. Gut, in der Pfanne karamellisiere ich mir jetzt erstmal die Zwiebeln. Dazu werde ich jetzt mal die Zwiebel schälen und schneiden. So, dann gebe ich ein bisschen Öl in die Pfanne. Und dann kann ich gleich die Zwiebeln da drin anrösten. Yeah, baby! Weil ich die Zwiebeln jetzt auch noch karamellisieren möchte, gebe ich noch ein bisschen Zucker dazu. Okay, gut. Und dann halbiere ich die Avocado, hole sie aus der Schale raus und schneide sie mir in Streifen. Ich mache mal kurz den Test, ob sie schon reif ist oder überreif. Okay, perfekt. Die ist reif, weil sie grün ist. Wenn sie überreif wäre, dann wäre sie braun. Und wenn sie unreif wäre, dann wäre sie weiß. Die Eier verquirle ich jetzt noch in einer Schüssel und dann gebe ich sie zu den Zwiebeln. Wer von euch kann mit einer Hand ein Ei aufbrechen? Und wenn ja, dann sagt mir bitte, wie das geht. Ich würde das unbedingt gerne mal können. Eins. Okay, ich gebe noch ein bisschen Salz zu den Eiern. Ja, ein bisschen Salz geht schon. Ich könnte jetzt direkt auch da Frischkäse reingeben. Wenn ich jetzt Eierspeis mache, also Rührei oder Omelette, mache ich eigentlich immer ein bisschen Milch dazu. Warum nicht auch Frischkäse, oder? Es ist ein Milchprodukt, also. Jetzt kann ich die Eier also auch in die Pfanne geben zu den Zwiebeln. Ohlala. Gut, die Avocado hole ich mit dem Löffel raus und dann schneide ich sie in Scheiben. Okay,
Ich kann probieren. Gold. Achso, ich muss auf jeden Fall mit einem Stück Avocado, ne? Das schmeckt delikat. Sehr fancy. Mit dem Karamellisieren der Zwiebeln war eine mega geile Idee. Es hat jetzt echt so eine Süße. Ist aber trotzdem auch herzhaft. Also ich finde es sehr lecker. Ich probiere es mal ohne Béchamelsoße, weil man muss ja auf jeden Fall ganz viel probieren, um das sagen zu können, wie schmeckt. Ich glaube, ich brauche keine Soße. Ich esse es auch so. Hier könnt ihr euch für eines dieser Videos entscheiden. Und hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Das würde ich euch empfehlen, zuerst zu machen. Dann verpasst ihr kein Video mehr. Und dann könnt ihr auf eines dieser beiden Videos klicken. Sind beide sehr lecker. Bussi, Baba, guten Appetit.